Von den Videos zu den Value-Rängen wissen wir, dass Wachstum bei Anlageentscheiden sehr wichtig ist. Ein Unternehmen, das in Zukunft mehr wächst, ist mehr wert schon heute, als ein Unternehmen, das in Zukunft weniger wachsen wird. Wir messen das Wachstum bei Obermatt ähnlich, wie wir die Value-Ränge berechnen. Wir verwenden ganz ähnliche Größen. Wir beginnen beim Umsatz. Wie viel Umsatz erzielt das Unternehmen für die verkauften Produkte und Dienstleistungen? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen. Und natürlich sofort auch, wie viel Gewinn macht das Unternehmen mit diesem Umsatz? Und dann wollen wir noch wissen, wie viel Kapital ist benötigt, um diese Produkte und Dienstleistungen herzustellen. Und dann gibt es noch die andere Größe, die das Unternehmen betrifft, und das ist der Marktwert. Der Marktwert, ähnlich wie auch der Aktienpreis, zeigt Ihnen, was Sie bezahlen müssen, um Aktien von diesen Unternehmen zu kaufen. Und an diesen Größen können wir auch das Wachstum festlegen. Wir können zum Beispiel messen, wie viel Umsatzwachstum hat das Unternehmen erzielt oder wie stark wurde das investierte Kapital ausgebaut. Und natürlich, ganz wichtig, wie stark hat sich der Gewinn entwickelt. Daneben noch, sehr interessant, wie hat sich der Aktienpreis entwickelt. Bei den Value-Rängen war ganz klar, uns interessiert das Wachstum der Zukunft. Aber das Einzige, was wir wirklich messen können, heute schon an den Fakten eines Unternehmens, ist die Vergangenheit. Aus diesem Grund sind Wachstumsränge vor allem Indikatoren für die Zukunft und keine Vorhersage. Schlechtes Wachstum ist nicht immer schlecht und gutes Wachstum ist nicht immer gut. Ich gebe Ihnen Beispiele. Nehmen wir an, der Marktwert sinkt. Der Aktienpreis, Wachstumsrang ist klein. Ist das wirklich schlecht? Nicht unbedingt, denn es bedeutet ja, dass Sie für das Unternehmen weniger bezahlen. Und das ist für einen Anleger eigentlich gut. Auf der anderen Seite, wenn Sie Umsatz und investiertes Kapital anschauen, ist das Bild auch nicht eindeutig. Wenn wir hier schrumpfende Umsätze, kleineres investiertes Kapital haben, kann das auch einfach sein, weil man Unternehmensteile veräußert hat. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Umgekehrt, wenn Sie sehen, dass alles steigt, Umsatz, investiertes Kapital und Gewinn, kann das ja auch einfach sein, weil das Unternehmen ein anderes Unternehmen dazugekauft hat. Um das zu überprüfen, kann man immer auch den Aktienpreis anschauen. Wenn hier nichts Besonderes passiert, bedeutet das, vielleicht war da einfach eine Transaktion involviert. Selbst der Gewinn ist nicht eindeutig. Wenn Sie ein Unternehmen haben mit sinkenden Gewinnen, die schlechte Wachstumsränge für den Gewinn ausweisen, kann das durchaus sein, weil das Unternehmen in die Zukunft investiert oder eine Restrukturierung macht. Und in diesen Fällen bedeutet das, dass in Zukunft der Gewinn wieder wächst. Also auch dann ist ein schlechter Wachstumsrang kein schlechter Indikator. Sie sehen, weil wir bei den Wachstumsrängen nur die Vergangenheit beobachten können, sind das nicht eindeutige Indikatoren. Aber das Positive daran ist, sie geben Ihnen ein kompletteres Bild über Ihre Anlageentscheidung. Sie wissen dann, was in diesem Unternehmen in der Vergangenheit passiert ist und können besser beurteilen, was in Zukunft wohl noch möglich ist. Und aus diesen Gründen sind sie sehr wertvoll als zusätzliche Information, wenn Sie Ihre Anlageentscheide treffen.